Die Preisstabilität, die wir zurzeit haben, mit einer Inflation, die mal über mal unter 1% liegt, führt also auch in diesem Jahr für alle Arbeitnehmer zu realen Lohnzuwächsen. Darin unterscheidet sich das diesjährige Jahr übrigens auch nicht von den vergangenen Jahren. Ungeachtet manchmal anderslautender öffentlicher Diskussionspunkte hat die Tarifentwicklung in Deutschland im Großen und Ganzen immer zu realen Lohnzuwächsen geführt. Das mag branchenseitig unterschiedlich sein und auch mal schwanken, aber über einen längeren Zeitraum, wenn man nicht ein einzelnes Jahr sich ansieht, ist das in der Vergangenheit so gewesen. Das wird wohl auch in Zukunft so bleiben. Wir können aber nicht alle Branchen und Betriebe immer über einen Kamm scheren. Das Wichtigste, und das ist auch mir heute das Wichtigste, ist Ihnen noch einmal deutlich zu sagen, ist, dass wir nur mit differenzierten, produktivitätsorientierten, flexiblen Lösungen den jeweiligen Erfordernissen der Mitarbeiter und der Betriebe gerecht werden. Es gibt nicht, auch wenn es manchmal politisch oder andererseits gewünscht wird, die einheitliche, pauschale Lösung, mit der man beiden, also den Unternehmen und den Mitarbeitern, gerecht werden kann. Der Trend zu langen Laufzeiten übrigens, die den Betrieben vor allen Dingen in etwas unsicheren Aussichten notwendige Planungssicherheiten geben, setzt sich auch in 2014 fort. Häufig haben die Tarifabschlüsse der letzten Monate Laufzeiten von 20 Monaten. Oft sind Tariferhöhungen auch 0 Monate vorausgelegt. Das bedeutet, dass die Unternehmen auch Möglichkeiten haben, unabhängig davon, wie die Branche aussieht, in ihren einzelnen Möglichkeiten, in ihren einzelnen Situationen nochmal eigene Veränderungen anzupassen. Die konjunkturellen Aussichten in Deutschland trüben sich zurzeit ein bisschen ein. Das sind insbesondere Unsicherheiten, die auch ein bisschen von außen auf Deutschland einwirken im Moment. Also wie geht es weiter? Was sind globale Entwicklungen? Da ist die Situation im Moment in Deutschland, wo wir von etwa 2% Wirtschaftswachstum noch ausgehen, vergleichsweise positiv. Aber das, was an Wolken am Horizont zu sehen ist, führt doch bei vielen Unternehmen dazu, dass sie mit größerer Unsicherheit ihre Planung für die nächsten Jahre machen. Das heißt, gegebenenfalls auch ihre Planungsziele etwas zurücknehmen, um nicht selber später überrascht zu werden. Und das führt dann natürlich dazu, dass im schlimmsten Fall daraus eine nachlassende wirtschaftliche Dynamik entstehen kann. Ich hoffe das nicht. Das muss auch nicht so kommen, weil Wolken, die am Horizont zu sehen sind, können sich auch wieder verziehen. Im Moment sind sie aber sichtbar. Und das bezogen jetzt auf die Tarifverhandlungen der nächsten Monate, darf man wohl davon ausgehen, dass die eine oder andere Runde, je nach Branche, auch mit sehr großer Vorsicht angegangen wird.